Herzlich willkommen zur Talksendung hier bei TV1. Unser heutiger Gast ist der Franz Gastner, zuständig bei der Gemeinde Triesenberg für Kultur, Informatik und Öffentlichkeitsarbeit. Franz, ich glaube, so viel können wir verraten. Wir zwei sind heute schon recht sportlich gewesen. Mal, wir sind schon auf dem Walser Sager. Genau, am 9. Morgen bin ich schon in Triesenberg da gewesen. Dann sind wir schon Teile, muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich nicht den ganzen Weg haben wir abgelaufen, sondern ein kurzes Stück. Welches Stück hast du mir denn gezeigt? Ja, wir sind von der Studen eigentlich bis zum Ortsteil Burgert, wo der Weidmann steht, weil der ist sehr eindrücklich und neuer Teil. Dort sind wir gelaufen heute. Ja. War sehr beeindruckend, wir haben noch Fotos mitgebracht. Ganz kurz zum Walser Sagenweg und die Geschichte von ihm. Alles hat angefangen im Jahr 2007. Da haben wir zum ersten Mal den Walser Sagenweg Bevölkerung präsentiert. Und seither ist eine schöne Tradition geworden. Viele Leute kommen an Triesenberg rauf und laufen bewusst den Weg ab. Aber es hat auch immer wieder so Sachen gegeben wie, jetzt muss ich mit dem Postauto zurück oder ich kann nicht zurücklaufen. Darum gibt es jetzt seit dem Jahr eine Erneuerung. Ja, aber der erste Teil ist vom Dorfzentrum bis, also Obermaseschen bis zu dem Rastplatz Studen gegangen. Und dort hat man wirklich noch unten mit dem Postauto oder eben über die normalen Strassen eigentlich zurückgelaufen. Und das hat viele Leute gestört von dem her, weil man einfach das geniessen wollte weiter. Und darum haben wir ihn jetzt erweitert zum Rundweg. Ja. Und wir haben noch Fotos mitgebracht von der Eröffnung am Ostermontag. Ja. Traditionell ist es immer der Ostermontag. Wieso habt ihr euch auf dieses Datum jetzt so fixiert? Ja, das ist einfach auch für Gofede spannend. Die Kunden Ostereier suchen und Osterhasen, die wir entlang vom Weg verstecken. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen anders gemacht, aber normalerweise ist die auch alles kontrolliert. Und wir können sagen, jetzt ist wieder alles geordnet, Hackschnitzel sind wieder präpariert, Figuren sind kontrolliert, auch das Spielgerät. Und die kann man den Weg wieder freigeben für die neue Wandersaison. Also es braucht schon eine bestimmte Vorarbeit, damit wirklich Bevölkerung gefahrlos, sage ich jetzt einmal, den Weg wieder durchlaufen können, weil über den Winter ist vielleicht viel Gröll und viel Äscht und Müll, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch, es braucht doch immer Erwartung. Ja, genau, und das macht der Werkdienst oder die Forstgruppe. Und die Spielgeräte werden vom Gemeindepolizist kontrolliert. Und da sind wir sicher, dass alles mit rechten Dingen zugeht und gefahrlos der Weg gemacht werden kann. Am Ostermontag kann der Eier im Schnee suchen können, dürfen. Es ist halt dieses Jahr so, ich habe zwar Glück gehabt, es war sonnig, es war trocken, aber halt frisch. Aber es ist halt so. Wenn wir kurz auf das Bild schauen, was du mitgebracht hast. Wir sahen da Kinder mit dem Schokihasen und hinter laufen Eltern mit ihren vier Kindern einen Weg. Aber welcher Weg ist denn das? Da sind wir jetzt nach dem Geislerweg auf dem Schutzdamm. Der Schutzdamm hat man gebaut, um die Ortsteile drunter vor Gröll und so Bergsturz einfach zu schützen. Mhm. Und ist das jetzt ein Stück vom neuen Teil oder ist das schon immer gewesen? Nein, da sind wir jetzt auf dem neuen Teil. Und da haben wir eben auch nebst Informationen, also nebst Sagen, haben wir auch Informationen eingebaut über den Wald oder was da auch für eine wichtige Funktion hat im Berg. Ich glaube, das ist für euch auch wichtig zum sagen, der Walser Sagenweg erzählt natürlich die Sagen und die Geschichte der Walser, aber es ist natürlich auch ein Weg, der stark die Natur, die Landschaft vermitteln soll. Genau, wir haben auch darum wirklich bewusst Wert darauf gelegt, mit natürlichen Materialien wie Holz und Schiefer zu arbeiten und auch das bestehende Wegnetz zu nutzen und nur einen gewissen Teilbereich, den man muss, Wege erschliessen oder kurze Teilstücke wieder neu machen. Und sonst sind eigentlich alles bestehende Wege, die man einfach nur wieder in den Schuss bringen muss. Wenn uns jetzt jemand so zuhört, da sagen wir noch weitere Bilder. Es ist natürlich in erster Linie für Familien sehr geeignet. Es gibt drei Teile. Wie unterscheiden sich dir jetzt, sage ich jetzt mal, vom Familienprogramm bis zum sportlichen Athlet? Also generell, Familien können natürlich schon alle Teile laufen. Aber der erste Teil vom Ortszentrum bis auf Maseschen auf, über Roten Boden, Erbi, Hinterprüfung, da ist teilweise steil und da braucht man einfach gute Wanderschuhe und ein Schäsenwagen ist das dort nicht geeignet. Zum Beispiel der wie Rüfi, das ist schlecht mit dem Schäsenwagen. Der zweite Teil, Maseschen kann man natürlich auch wieder mit dem Postauto gut erreichen. Da kann man natürlich den Philosophenweg, der ist 2,3 Kilometer und praktisch kein Höhenmeter und der ist auch gut mit dem Schäsenwagen begehbar bis zum Rastplatz Studen. Und der neue Teil, der führt vom Rastplatz Studen wieder ins Zentrum zurück und auch dort, würde ich sagen, kann man sehr gut mit dem Schäsenwagen der machen. Es gibt sicher Stellen, was ein bisschen eng ist, wo man vielleicht etwas tragen muss. Aber so hat jeder das eigentlich. Das Gesamte wäre sagen wir, rund 5 Stunden, wenn man es gemütlich nimmt, und 11,8 Kilometer.
Also wenn ich mal am Sonntag nicht weiß, was tue oder sportlich sein möchte, kann ich gemütlich den Walserweg machen. Du hast noch ein Foto mitgebracht von dem Weidmann, den haben wir heute gesehen. Mhm. Er ist ja sehr beeindruckend. Mhm. Er ist ja 6 Meter hoch und 3,5 Tonnen schwer und ist gemacht aus einem einzigen Baum geschnitzt. Genau, da sind wir natürlich auch froh um die Forschgruppe. Sie schauen, wenn mal ein spezieller Baum an einem Ort liegt oder man hat das Gefühl, oder sie haben das Gefühl, man könnte es brauchen, dann schauen sie das für uns auf die Seite, dann schauen wir das an. Und wie der Baum jetzt zum Beispiel, der ist so gewachsen eigentlich, also die beiden Füße sind eigentlich im Buch, was sie geteilt hat. Und das haben wir gerade für uns verwendet und haben oben der tollen Weidmann drin gemacht. Sieht natürlich auch sonst lässig aus. Wir mussten zum Befestigen, weil die 3,5 Tonnen müssen ja auch sicher stehen, haben wir mit Rohr verstreben. Und die haben die Förster auch zu spücken, vor allem die Jüngeren. Jetzt haben wir zwei Nieten da und Schlaghosen. Und wenn man genau anschaut, hat er sogar einen richtigen Hüftschwung drauf in der Weidmann. Also ist ein richtiger, moderner Mann. Bleiben wir noch ein bisschen dabei. Deine Gattin, die Schnitztier-Figura. Du hast mir das erklärt. Ich habe gefragt, ist sie mit der Leiter dabei? Und schon gesagt, das geht gerne nicht. Man kann dieses den riesen Stamm gerne nicht aufstellen. Das muss man quasi im Liegen machen. Genau, da braucht es ein sehr gutes Vorstellungsvermögen. Ich bewundere Karin Dalby, wie sie das macht. Der mit den 3,5 Tonnen, also der hätte man nicht können aufstellen. Da hätte sie also müssen der ist dort gelegen und sie hat dort mit der Motorsäge der bearbeitet. Und sie hat eigentlich alle Figuren entlang vom Walser Sagenweg, die Holzfiguren, hat Karin gemacht mit der Motorsäge. Ja, und das macht sie bei dir daheim in der Garage? Nein, wir tun da also gewisse Sachen auch, aber darum habe ich eigentlich das Auto kann ich nie in die Garage tun, das ist also auch besetzt. Also das ist schon so. Aber sie tut natürlich vor allem grosse Sachen auch im Werkhof oben machen, weil die haben einen Kran und haben auch die Möglichkeit, einen Hubwagen alles und können so mit dem Traktor nahe tun. Und da haben wir also eine enge Zusammenarbeit, die Werkdienst, Forschgruppe, die sind da sehr involviert und sind auf der anderen Seite natürlich auch froh, weil das ist auch eine Abwechslung für sie. Das ist mir etwas anderes. Also sicher ist die Arbeit im Forst sehr spannend und abwechslungsreich, aber so ein Brück bauen oder einen Weidmann aufstellen, ist doch mal etwas anderes. Also das heißt, der Walser Sagenweg ist ein Projekt von der ganzen Gemeinde. Da sind alle in irgendeiner Form involviert. Wir sind ja noch den Weg runtergelaufen zu diesem Weidmann und der war jetzt zum Laufen, ist es gut gegangen, breit genug, aber jetzt für einen Lastwagen oder für einen Traktor, sage ich jetzt mal, für meinen Geschmack einfach zu steil und zu eng. Wie haben da denn die 3,5 Tonnen aufgestellt? Ja, da ist der Forsttraktor mit dem Anhänger gekommen. Ah, das ist gegangen? Ja, also der Traktor selber mag zwar die 3,5 Tonnen mit dem Kran nicht lüpfen, aber die sind natürlich so geschickt im Umgang mit dem Ganzen. Die haben da drauf gezogen und auch beim Aufstellen selber bin ich da dabei gewesen. Werkdienst, da sind ein paar Leute rum gewesen und eben der Isidor, der mit dem Traktor fährt, der hat nachgestrupft und gleit zuerst. Und dann einfach zugezogen zuerst einmal am Platz. Dann hat man geschaut, dass er wirklich gut steht. Und dann hat man nur aufgestellt eigentlich mit dem Kran. Also hat der Kran nicht musste die ganzen 3,5 Tonnen lüpfen. Mhm. Aber man hat auch gesehen, wie die Hand in Hand gearbeitet haben. Die Winkel sind gleich montiert worden. Und die Streben hinten gleich geschweißt und innerhalb von 3 Stunden ist das Teil gestanden. Also das ist eindrücklich zu sehen. Und daneben dem Weidmann haben wir eine schöne Schiefertafel, die haben da auch neu gemacht. Mhm. Und da gibt es immer schöne Zeichnungen dazu, Illustrationen. Mhm. Welche Motive haben Sie da verwendet? Also auf die Illustrationen sind eigentlich die Sagenfiguren, die wir entlang vom Weg haben. Und es hat natürlich schon Illustrationen gegeben, von früher nahe und sehr unterschiedliche. Und wir haben dort mal im 07 gesagt, wir wollen alles einheitlich. Zum einen ist natürlich, auf den Schiefertafeln kann man nicht farbige Sachen machen, sondern es muss einfach gestrickt sein, dass es gut rauskommt und auch kontrastreich. Und da haben wir Regina Marx damit beauftragt, alle die Sagen, die wir da verwenden, entlang vom Weg neu zu illustrieren. Genau, und die Schiefertafel, die ist ja sehr hochwertig. Sie schaut aus, als ob sie der Witterung auf jeden Fall standhaltet. Die haben aber alle erneuern müssen, weil jetzt hat sich ja alles verschoben durch die Erweiterung. Genau, wir haben eigentlich dort mal im 07 hat man mit Hauszeichen sich durch den Weg führen lassen, bis zu der Stude. Und die Tafeln sind eigentlich voll gewesen, links und rechts mit diesen Hauszeichen. Wir haben dort keinen Platz mehr gehabt. Und haben uns jetzt entschieden, lieber die Sagenmotive gerade auf den Tafeln auch nochmal zu verwenden, dass jemand, der keine Broschüren oder keine Begleitdokumentation dabei hat, die Illustrationen gleich sieht.
bildlich auch noch. Und was man jetzt auch noch sieht bei dem Bild, ganz schön, die Holzbrücke, die ist auch neu. Mhm. Die haben eure Förster gemacht. Mhm. Wo führt denn die Holzbrücke denn um, wenn man da drüber läuft? Also das ist eigentlich eine Rüfi-Verbauung. Im 95 hat da Schlagwetter eigentlich im Ortsteil Südiger Wies und da im Burgenthal grosse Schäden angerichtet gehabt. Und man hat da so eine Aufschüttung gemacht, die zum Schutz einfach Gröll aufheben sollte. Und da war früher schon weg gewesen, eigentlich, aber der war jetzt zugewachsen gewesen nach diesen paar Jahren. Und wir haben jetzt den Weg wieder angelegt, um vom Burgenortsteil dann auf den Teufelweg ab, das wieder zu erschliessen. Und die Idee war natürlich, eine Brücke ist das schön und dass man da den Schutzwall nutzen kann, haben wir drüber rüber in eine Brücke gemacht, damit die das Wasser durchläuft. Aber was ich so raushöre, ist, für euch ist wichtig im Triserberg, dass ihr nicht, sage ich mal, in die Natur eingreifen, sondern die bestehenden Wege, wo man vielleicht nicht mehr genützt hat, wo verwachsen sind über all die Jahre, dass man die wieder reaktiviert. Also ich sage jetzt mal so, Nachhaltigkeit und mit der Natur gehen ist für euch ganz zentral. Das ist etwas vom Wichtigsten, weil eigentlich der Walser Sagenweg lebt eigentlich ganz so viel wie von den Sagen, also lebt er eigentlich vom Naturerlebnis. Wenn man zum Beispiel ins Hinterbruch von Tschengi kommt, vom Wald raus und die Weite und die Ruhe dort geniesst und der Blick vom Hohen Kasten bis zum Sentismassiv umschauen kann, das ist eigentlich das Erlebnis, das man hat. Und das bringt einem die Natur wirklich näher. Das ist also imposant. Wie wichtig ist denn für die Gemeinde Triserberg und Malbun, schließe jetzt, sage ich dazu, dieser Walser Sagenweg als touristisches Verkaufsargument, sage ich jetzt einmal? Erstens wird er von Touristen sehr gerne angenommen, weil er eben auch Geschichte vermittelt. Aber auch Einheimische gehen weg. Und man muss schon sehen, der Berg hat nicht Chance als Industriestandort oder auch Dienstleistungsbetrieb. Wir haben ein paar wenige, die am Berg sind, die aber auch froh sind. Wir haben ein starkes heimisches Gewerbe. Aber ein Stammbein würde auch für uns sein, das ist eine attraktive Wohngemeinde und ein sanfter, nachhaltiger Tourismus. Steg Malbu, Steg Langlauf und Malbu Skifahren, aber auch das Ortsgebiet selber wollen wir natürlich den Leuten näher bringen. Und darum haben wir auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Liechtenstein Marketing, was der Walser Sagenweg an und für sich auch bewirbt, wo man auch Touren buchen kann, also mit einem Guide. Ich wollte gerade sagen, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das wäre jetzt noch eine tolle Idee für einen Betriebsausflug oder ich möchte mal privat, wenn ich Besuch habe, von gerade im Sommer, von Verwandten, Bekannten aus dem Ausland, wie geht das, kann man sich das vorstellen, kann man den bei euch anrufen und dann kann man sozusagen eine Führung buchen? Also ja, am besten natürlich über Liechtenstein Marketing. Sie haben der Leander Schädler macht die Führungen. Sehr kompetent. Er weiss auch die Geschichte vom Weidmann. Hat er zum Beispiel auch, es gibt ja bei die Fürstenwanderung, sagt man im Liechtenstein, also das Erdprinzenpaar jetzt neu. Er hat jedes Jahr ja eine Gemeinde besucht und das letzte Jahr war er am Berg. Und dann hat er den Vorsteher auch, sind schon ein Teil vom Walser Sagenweg gelaufen, eigentlich. Und dort hat er ihnen auch die Geschichte vom Weidmann erzählt. Und er erzählt ja also wirklich gut, wie der Baumstamm wird auch grösser erlaufen, die Geschichte. Und die Triesner machen auch grössere Augen. Und das macht er also gut. Der Leander Schädler. Und wir haben natürlich auch Leute, die andere vertreten, wenn ihr zusammen nicht könnt. Ja. Und ihr habt ja ein ganz starkes Walser Museum mit eurem Historiker, mit dem Herrn Eberle. Er ist ja schon lange in der Funktion. Wie wichtig würdest du sagen, wäre es sozusagen als Anfang von dem Weg, dass man das Museum anschaut? Also das Museum ist unbedingt zu empfehlen, weil am Berg ist natürlich, wir sind die einzige Walser Gemeinde im Fürstentum Liechtenstein, wo Weidplanken auch eine ist, aber dort wird der Dialekt und das Bewusstsein des Walsertum nicht mehr so pflegt, wie es jetzt am Berg der Fall ist. Und der Josef Eberle hat mit ihm, er ist auch der Leiter vom Walser Museum, hat dort eine tolle permanente Ausstellung, wo man das Leben der Walser, von unseren Vorfahren, war, ich würde sagen, fast noch vor 60, 70 Jahren, wirklich noch so gewesen ist, über viele Jahrhunderte mit dem Heuseil und mit dem Rechen und mit der Sägeessen. Und das ist wirklich gut dokumentiert und das empfiehlt sich also so. Da hat man ein bisschen Hintergrundinformationen zum Walser Sagenweg. Du bist ja auch ein Walser, ein Gebürtiger durch und durch. Ja, genau. Wie erklärst du das? Worin liegt denn die Faszination heute noch für die Walser? Also der Dialekt hat sich eben zum einen gut gehabt, weil man wirklich bis vor 70, 80 Jahren vor allem Landwirtschaft gehabt und Berger eigentlich, die haben es fast noch wie ein bisschen abgeschlossen gewesen und hat sich der Dialekt gehabt. Und wenn ich an die Walser treffe, denke, die Besiedlung von den, also wenn man die Dörfer anschaut, sei es im Monterose-Gebiet in Italien oder auch im Wallis selber, das sind alles der Gehe Bühl. Und die Walser sind alle in den Toppen angesiedelt, auch wenn man da jetzt grosses Walsertal schaut und so. Das sind wirklich Gehe Bühl und Hengsi. Und die haben die Walser
dort einmal urbar gemacht für die Feudalherren. Und das verbindet alles ein bisschen, das hart Leben, das die hatten, das verbindet alle die Walserregionen ein bisschen miteinander. Und das tut man ja so mit Folklore und mit einem Fest ein bisschen miteinander geniessen, alle drei Jahre. Ja, ich wollte gerade sagen, seit 2010 ist ja das Walsertreffen am Triserberg. Ihr seid da ja immer ganz gross mit dabei. Da kann ja extrem viele Leute immer. Ja, also das ist ein Umzug mit 2000 Leuten. Da sind also 2000 nur schon am Umzug teilnehmen. Und das ist also schön. Ich habe das dürfen organisieren am Berg und bin auch vorher schon bei den Walsertreffen dabei gewesen als Gast. Und ich geniesse das auch. Der Umzug, der ist so toll. Also 2000 Leute. Und dieses Jahr ist wieder ein grosses Walsertreffen. Im September im grossen Walsertal. Und das ist natürlich Katar Nachbarschaft. Und da wird der Berg sicher wieder mit einer grossen Delegation vertreten sein. Bis dahin laufen wir noch ein bisschen am Walser Sagenweg. Ja. Da haben wir noch ein ganz schönes Bild von Kindern, die da im Hintergrund Berg haben und auf einem Art Plateau stehen. Wo ist das genau? Also das ist jetzt, wenn man von der Studen ankommt, auf der Form den Geislerweg kommt. Also das ist einer von den Punkten, eben auch, wo man wirklich, auch da sieht man gut, wie man Berge eigentlich sieht. Wir haben da oben Weg entlang zwei Panoramatafeln, die Berggipfel erklären. Die eine ist im Hinterprüfer-Ching. Da zieht man also vom Hohen Kasten bis zum Sentis-Massiv. Und dann, wenn man kommt auf, wenn man hergeht und kommt auf Gnalp dort, aus dem Mittetsch, sagt man dort. Aber eben, Gnalp ist wahrscheinlich besser, das wissen die oberen Zlinen dort, wenn man aus dem Wald rauskommt. Dort ist eine weitere Panoramatafel und die erklärt die südlichen Berge alle erklärt. Die Liechtensteiner Berge und dann geht es auch wieder bis zum Sentis-Massiv. Und man kriegt bei euch auch eine Belohnung in Form von Stempel. Das ist ja üblich, wenn man irgendwie eine Spitze oder eine Etappe erreicht hat, genau, in der Berg. Es gibt drei verschiedene Stempel. Kannst du uns die mal noch kurz erklären? Es sind verschiedene Motive von der verschiedenen Sagen. Wir haben drei Sagenmotive genug dort. Wir haben so einen Flyer, den man mitnehmen kann auf der Weg. Und wenn man da schaut, mal schnell in Kamera. Sind die drei Stempel. Aber wenn man einen Stempel hat, dann kommt man ein Postkartenset geschenkt über mit allen den Sagenmotiven. Und wenn man alle drei Stempel erledigt hat oder abgelaufen oder erwandert hat, dann kommt man Broschüren geschenkt über. Ja, das sind Postkarten. Das ist das Postkartenset. Ja. 13 Stück. 12, glaube ich. Oh, 12, ja. Okay, habe ich ein bisschen aufgerundet. Ja. 12 und das ist das schöne Buch dazu. Und da findet man sozusagen alle Hintergrundinformationen zum Walserweg, über die Geschichte der Walser, über die verschiedenen Sagen etc., Höhenmeter. Genau. Genau, da ist eine Wegbeschreibung, alles ist drin. Und wenn man sich für die Sagen wirklich interessiert, hat es auch noch weitere Informationen drin, die man so Bücher beziehen könnte, wenn man sich noch mehr anschauen oder anlesen möchte. Eigentlich, ja. Jetzt kommen wir zu einem Lieblingsbild von mir, muss ich sagen. Und zwar sind es geschnitzte Geißle. Mhm. Weil, das habe ich jetzt gelernt, nicht jeder hat sich früher eine Kuh leisten können. Genau, dann haben die Leute Geißer drüber gehabt und dem wird dieses Motiv jetzt gerecht. Mhm. Also wir bewegen uns da, wenn man vom Rastplatz Studen abkommt, auf dem sogenannten Geißlerweg. Da haben früher, wie du gesagt hast, hat der Geiss auch die Kuh des armen Mannes gesagt. Und viele Leute haben zum gesund sich ernähren, zum Milch und andere Produkte für Geiss, auch Käse, zu machen, haben die Geißer gehalten. Weil die sind, haben nicht so viel Platz gebraucht, nicht so viel Weide und so weiter. Und im Sommer hat man einen Geißler getrunken. Und der ist dann mit den Geißen zur Alp gegangen. Am Morgen früh ist er mit der Gugel durchs Dorf aus und hat gegugelt. Die haben die Leute gewusst, jetzt müssen sie Geißen auslassen. Und die sind da vorbei, an dem Weg vorbei, da, wo wir jetzt hier sehen. Und Karin hat jetzt da ein paar Geißen symbolisch gemacht auf den den Holz dort drauf. Und im Hintergrund sieht man auch noch der Geißler, der Bub, der auf sie wartet. Da. Mhm. Und es gibt auch noch andere Tiermotive, speziell am Philosophenweg. Das haben wir extra gemacht, wegen der Kinder wahrscheinlich. Genau, wir haben deswegen auch unter eine Sage gestellt, der Riese von Kuflina. Da haben wir am Anfang am Tafel und in der Stude. Und auf dem Weg entlang haben wir noch Dings gemacht, Adler, Eulen, Eichhörnchen. Einfach, dass Gofen, wenn sie auf dem Weg laufen, auch etwas zu entdecken haben. Und was natürlich viele auch interessiert, man kann natürlich selber Proviant mitnehmen. Es gibt verschiedene Grillstationen, wo man eben die Würste selber machen kann. Aber es gibt natürlich auch ein Beiz. Ein Beiz gibt es auch, ja. Das ist jetzt schön, dass Masescha, ein Jahrgänger von mir, der Fred Fehr, ist jetzt von Amerika zurück und tut das Restaurant wieder sanft sanieren. Und da gibt es auch wieder die berühmten Äpfel.
Kuchen, den man dort oben hat, das Rezept ist ja geheim. Und er wird jetzt wieder regelmäßig offen haben und übernimmt das von seinen Eltern. Der Vater ist ja das letztes Jahr gestorben und er ist jetzt wieder zurück aus Amerika. Und das ist natürlich ziemlich in der Mitte vom Walsersagenweg und das ist natürlich toll, wenn man nicht Wildwürst mittragen will, dann kann man natürlich dort nicht kehren. Ja. Und ab wann geht es offen? Also offen ist schon, aber die Renovationsarbeiten sind es natürlich nach und nach. Und, aber offen ist, ja. Aha, aber das wird, die Renovation wird nebenher gemacht. Genau, also ja. Es ist schon offen, also wer heute oder morgen losgehen will, steht nicht vor verschlossener Tür. Nein, das nicht, ja. Franz Gassner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Zum Schluss noch einmal ganz kurz die Facts. Also, der Walser Sagenweg seit Ostermontag wieder tipptopp hergerichtet. Genau, ja. Für alle zugänglich. Es gibt 3 Etappen. Am besten, man startet beim Walser Museum. Genau, ja. Da kann man sich auch Broschüren holen und so oder der Flyer da. Genau, beim Walser Museum im Dorfzentrum. Wie viele Kilometer muss man jetzt noch mal laufen, wenn man den ganzen Rundweg macht? Also wenn ich schnell die 3 Etappen sagen darf, vom Zentrum auf dem Asesche sind es 5,5 Kilometer und etwa 400 Höhenmeter. Das ist der strengste Teil. Danach hat man die Höhe erreicht und dann geht es zum Philosophenweg 2,3 Kilometer bis zu der Stude. Da sind es 40 Höhenmeter, also praktisch eben. Und danach von dort geht es nochmal gut 4 Kilometer, aber nur noch abwärts oder eben aus ins Zentrum zurück. Im Gesamten also 11,8 Kilometer und wenn man gemütlich spaziert, 5 Stunden, würde ich sagen. Und wie oft machst du den Sagenweg in der Saison? Ich habe ganz ehrlich jetzt. Also insgesamt, ich würde sagen schon, also dort müsste ich fast sagen, über 50 Mal schon gemacht. Aha, darum bist du so fit. Ja, genau, ja. Franz Gassner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ich wünsche euch eine ganz tolle Saison und viele schöne Wanderungen mit der Bevölkerung, mit der Gäste am Walser Sagenweg. Danke auch. Das war die Talksendung für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend.